Zahlreiche Rekorde wurden an diesem Wochenende bei den 57. Euromusiktagen in Bösel gebrochen. 36 Musikgruppen aus insgesamt 8 Nationen nahmen am großen Festumzug am Sonntag teil, davon waren 16 zum ersten Mal dabei. Der Start wurde im Gegensatz zu den Vorjahren um 2 Stunden nach hinten verlegt. Ab 14 Uhr ging es für die Gruppen dann vom Sportplatz aus vorbei am Eurodenkmal und der Kirche St. Cecilia die Bahnhofstraße entlang. Beim Eurodenkmal blieb der Umzug einen Moment für die Flaggenparade stehen. Die Jugendfeuerwehr Bösel hisste zunächst die Deutschlandfahne, der Musikverein Garrel spielte dazu die Nationalhymne. Anschließend wurden die Flaggen der 7 anderen Teilnehmernationen hochgezogen. Eine polnische Gruppe begleitete dies mit der Europahymne Freude schöner Götterfunken. Danach ging es durch die Bahnhofstraße, wo zahlreiche Zuschauer am Straßenrand auf die Gruppen warteten.